Pressekonferenz nach dem zweitrunden Spiel im DFB-Pokalwettbewerb zwischen den Würzburger Kickers und dem TSV 1860 München. Ich begrüße ganz herzlich und herzlichen Glückwunsch auch zum Weiterkommen, zum Einzug ins Achtelfinale mit dem Trainer Costa Ronjajic, zu meiner Linken und zu meiner Rechten unseren Cheftrainer Bernd Hollerbach. Costa, Ihnen gehört die erste Einschätzung für diese 120 plus Minuten. Ja, zum Spiel braucht man, glaube ich, nicht viele Worte verlieren. Gerade in der ersten Halbzeit war es von beiden Mannschaften kein gutes Fußballspiel. In der zweiten Halbzeit haben beide Teams gefightet um jeden Ball. Es war dann ein richtiger Pokalfight. Ja, und uns hat auch in der zweiten Halbzeit nicht das Glück so richtig verfolgt. Mit der Einwechslung von Victor Andrade mussten wir ihn nach kurzer Zeit wieder auswechseln. Und das war natürlich sicherlich für uns ja in diesem Moment ganz klar, dass jetzt jeder noch mehr über seine Grenzen gehen muss, um hier zu bestehen. Und ja, Glückwunsch an die Jungs, die sind alle echt heute, haben sich komplett verausgabt. Wir haben teilweise Spieler dabei gehabt, wie Felix Udokai, der sein erstes Spiel von Beginn an gespielt hat, Flo Neuhaus sein zweites Spiel hier gespielt. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass die Jungs sich belohnt haben. Wissen, dass es natürlich am Ende ein glücklicher Sieg war. Und, wir nehmen ihn gern mit. Ich denke, für alle Beteiligten, die München 60 kennen, lieben und schätzen und begleiten, war das ein ganz wichtiger Sieg. Für Fans, für den Verein, für die Mannschaft, für den Trainer auch. Gutes Gefühl. Und ja, ansonsten, ich weiß, wie sich die Niederlagen anfühlen. Und insofern kann ich nur sagen, dass das, was hier geschaffen wurde, was hier entwickelt wurde über mehrere Jahre, da ziehe ich meinen Hut. Und ein sehr sympathischer Verein, eine sehr eklige Mannschaft zu bespielen, das hat sich heute wieder bewahrheitet. Ja, und jetzt sind wir einfach nur glücklich und froh, dass wir eine Runde weiter sind.